Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um den Rucksack Tarion Pro XP, glaube ich. Ist ein Rucksack für um die 90 Euro. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich einen Rucksack wollte, der so ähnlich ist, aber etwas kleiner als mein Compagnon Explorer. Einfach weil ich das System von diesem Compagnon gern mag. Ich habe auch ein Video dazu mal gemacht, das kannst du dir gerne anschauen, das verlinke ich da oben. Und ich wollte quasi das Ähnliche in klein, es gibt es auch von Compagnon selber und kostet aber um die 300 Euro und ich wollte jetzt einfach mal einen günstigeren Rucksack und deswegen bin ich letztendlich auf den Tarion gekommen und den will ich dir heute mal kurz vorstellen. Und jetzt gehen wir einfach kurz mal in die Vogelperspektive und schauen, was der Rucksack so bietet. Also schauen wir uns den Rucksack mal ein bisschen aus der Nähe an. Vorne haben wir gleich ein weiches Fach, das so leicht dehnbar ist, wo man Kleinigkeiten unterbringen kann. Hier mehrere Reißschlussfächer für SD-Karten, sonstiges. Ein Tablet könnte man da rein, allerdings mit Hülle, weil hier die Metallreißverschlüsse sind. Sollte man also nicht einfach so rein, da könnte es zerkratzen. Dann schauen wir gleich die Oberseite an. Da ist das Rolltop, nennt sich das. Das kann man dann einfach hier ausrollen. Hat dann eine quasi Tasche oder wie man es nennen will. Hier ist auch nochmal ein Reißverschluss, was ich sehr, sehr gut finde, dass man das da einfach nochmal separat zumachen kann. Platz sollte da drin sein für locker einen größeren Pullover oder ähnliches. Natürlich könnte man auch Kamera-Equipment reinmachen. Verpflegung, was auch immer, alles, was man sich vorstellen kann. Das Ganze kann man dann zusammenrollen und hier zuklipsen. Theoretisch könnte man hier auch noch ein Stativ reinschieben und das damit festmachen. Das wäre dann allerdings recht kopflastig sozusagen, also relativ hoch die Last. Das heißt, ein Stativ würde ich lieber eher weiter unten am Rucksack anbringen. Aber theoretisch könnten wir hier quer eins hinmachen. Hier am Rolltop ist auch noch meine Außentasche, wenn man da irgendwie schnell was Dokumente oder sowas reinmachen will. So, jetzt gehen wir mal noch kurz auf die Seiten. Hier haben wir eine sehr schön dehnbare Außentasche. Da kann man auch relativ große Trinkflaschen zum Beispiel unterbringen. Ja, das kann man dann da schön rein und hier auch wieder zuklipsen. Das heißt, da kann man schon einiges mitnehmen. Da könnte man theoretisch auch ein kleines Mini-Stativ zum Beispiel reinmachen. Oder auch theoretisch ein größeres Stativ, aber das größere Stativ würde dann hier auf der Seite quasi bzw. zu weit oben rausstehen. Wenn man ein längeres Stativ anbringen will, dann kann man das auf dieser Seite auch tun. Da kann man hier unten einen kleinen Klett öffnen und dieses Täschchen hier rausziehen. Und das ist quasi eine Verlängerung nach unten, wo man dann eins der Stativbeine oder mehrere, je nach Stativbein, dicke reintun kann. Und das ganze Stativ dann so ein bisschen weiter unten hat, dass man den Schwerpunkt gut ausbalancieren kann. Und dann eben auch mit diesen Clips wieder zuklipsen. Auf der anderen Seite ist theoretisch auch nochmal so ein Gurt. Da könnte man ein zweites Stativ dran machen. Allerdings hat man jetzt hier nicht unten so eine Möglichkeit, das nochmal extra zu befestigen. Und man sperrt sich dann, wenn man hier ein Stativ hat, den Schnellzugriff auf dieses Fach. Das Fach, da könnte man dahinter zum Beispiel eine Kamera direkt reinmachen. Das würde dann so aussehen im Fall der EM1 Mark II. Wäre das kein Problem, die da unterzubringen. Hier hat man noch ein kleines Extrafach für SD-Karten und Akkus oder sowas. Ich bin kein so ein Fan von diesen seitlichen Eingrifffächern, weil ich nutze das selber nie. Eigentlich braucht man da fast schon eine zweite Person, dass das gefahrlos funktioniert. Ich habe immer Angst, dass wenn ich das aufmache, dass die Kamera dann direkt rausfällt, auch wenn ich versuche, sie aufzuhalten jedenfalls. Aber die Option ist da, wenn man das nutzen will, kann man das hier problemlos nutzen.
So, dann kommen wir noch zum Hauptfach. Beziehungsweise bevor ich zum Hauptfach komme, hier noch kurz. Man kann diesen Hüftgurt, der an beiden Seiten auch Taschen hat, kann man auch entfernen. Der ist hier festgemacht mit Bändern auf beiden Seiten und dann nochmal geklettet hier hinter. Und dann kann man den einfach rausziehen. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich bin nicht so der Fan von Hüftgurten. So, und jetzt schauen wir uns das Hauptfach an. Da fällt gleich auf, dass die Tragegurte, also die Schultertragegurte, an denen letztendlich der Rucksack dann getragen wird, sind hier dran, an der Unterseite, nicht oben dran, sonst würde man gar nicht rankommen. Ja, mal zu verdeutlichen, hier sind die Tragegurte und nicht hier. Nachteil bei dieser Geschichte ist, dass die ganze Last des Rucksacks dann quasi auf diesem Reißverschluss sitzt. Ja, das heißt, wenn man wirklich sehr schwer den beladen würde, dann könnte es Probleme geben. Eventuell, ich kann noch nicht abschätzen, wie stark dieser Reißverschluss ist, aber ich denke nicht, dass das zu Problemen führen wird. Gut, so, dann machen wir jetzt das Hauptfach auf. Da sehen wir einmal hier ein Fach für einen bis zu 13 Zoll großen Laptop. Das ist auch ausreichend gepolstert zu allen Seiten, sodass da eigentlich nichts passieren sollte. Und dann haben wir jetzt hier das Hauptfach, das nochmal zusätzlich gesichert ist mit dieser Folie, was auch immer. Und dann kann man hier sehen, dass man doch sehr umfangreiche Möglichkeiten hier Kameras und Objektive und sonstiges Zubehör zu verstauen. Ja, insgesamt 4 von diesen Klettbändern, um einfach noch einen Zug drauf bringen zu können. Wenn zum Beispiel hier ein kleines Objektiv drin ist, das nicht gehalten wird, kann man das hier nochmal extra sozusagen zumachen, dass es auf jeden Fall nicht rausfliegt. Man kann hier problemlos Micro Four Thirds Bodies, also das ist jetzt die M1 Mark II, kann man problemlos hier reinstecken. Die Fächer sind jetzt so wie im Auslieferungszustand konfiguriert. Man kann natürlich hier, hat man jede Möglichkeit, diese Trenner auch noch irgendwo anders, also die ganze Fläche hier kann man das ankletten, wie man will. Das heißt auch größere Kameras, ich denke mal Kameras bis zu einer Größe von der in einer EOS 5D Mark IV kann man hier problemlos unterbringen. Ich denke mal, 1DX Größe wird eventuell ein bisschen zu hoch dann für den Rucksack, weil die doch recht hohe Kameras sind, also große Kameras, DSLR mit angesetztem Batteriegriff, denke ich mal, ist der vielleicht ein Tick zu klein. Aber ansonsten kann man da so gut wie alles unterbringen. Man könnte auch ein 70 bis 200 ein großes problemlos auf die Länge unterbringen und die Breite. Oder eben, wie in meinem Fall, eine Micro Four Thirds Ausrüstung, die eigentlich komplett ist. Also da kann man 2 Bodies und 5, 6 Objektive hier mitnehmen, ohne Probleme. Von dem her dazu noch ein Stativ, andere oder alternativ ein paar weniger Objektive oder nur ein Body und eine Drohne. Also eine Mavic Pro würde hier zum Beispiel auch problemlos reinpassen mit der Fernbedienung hier. Also der Rucksack bietet sehr, sehr viel Platz. Und ist, finde ich, sehr, sehr gut aufgeteilt. Und ich mag auch diesen Zugriff auf dem Rücken, also dass man an das Fach quasi, während man den Rucksack trägt, nicht so einfach rankommt. Ansonsten noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe vorher. Auf der Unterseite hat es hier auch nochmal ein Fach und in dem ist dann einfach ein Regenschutz. Nachteil hier ist, wenn dieser Regenschutz im Fach ist, dann steht der Rucksack nur relativ wackelig aufrecht. Ja, sieht man ja hier, wenn ich jetzt den leicht antipse, dann fällt er schon um. Wenn man gern hat, dass der relativ satt auf dem Boden steht, dann muss man den Regenschutz rausnehmen. Und ehrlich gesagt mache ich das sowieso, da ich in so starkem Regen eigentlich gar nicht
fotografieren will, dass ich diesen Schutz brauche und eigentlich auch selten irgendwie in die Verlegenheit komme, dass ich wirklich in so einen starken Regen unerwarteterweise komme. Ja, soweit zur Vorstellung. Mal einfach von den Features von diesem Tarion Rucksack. Ja, so viel zu den Features des Rucksacks. Ansonsten ist noch dazu zu sagen, er ist sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe jetzt keinerlei Probleme gehabt. Irgendwie Reißverschlüsse laufen alle sauber. Die ganzen Nähte sehen gut aus. Von dem her bin ich da absolut zufrieden. Es ist sicherlich nicht so, dass der für Extremwanderungen oder sowas geeignet ist. Also das Polster am Rücken ist zwar ganz gut, aber so ein typisches Schaumstoffpolster, günstiges Schaumstoffpolster, sage ich mal. Also es ist nicht vergleichbar mit dem Rückenpolster, das der Compagnon Explorer, den ich auch habe, einfach nicht vergleichbar mit der Qualität. Bei dem kann ich den ganzen Tag übertragen und habe überhaupt keine Probleme. Und ich denke mal, dass ich bei dem eher mal stärker drunter schwitzen werde oder dass es irgendwann mit der Zeit unbequem wird, weil es einfach kein Polster natürlich ist, das darauf ausgerichtet ist, extrem Wanderungen oder lange Wanderungen zu machen. Wobei ich sagen muss, das mache ich aber im Moment auch relativ wenig. Eigentlich hatte ich vor, das Ganze heute Outdoor zu zeigen, aber das Wetter ist so mies und so kalt heute draußen, deswegen habe ich da drauf verzichtet und habe es jetzt einfach mal im heimischen Büro hier gemacht. Ja, also was bleibt abschließend zu sagen? Der Rucksack ist, finde ich, für den Preis sehr, sehr gut. Er ist sehr durchdacht. Man kann ein Stativ außen anbringen, Wasserflasche außen anbringen. Hat verschiedene Fächer für Kleinigkeiten und ein sehr, sehr großes Fach für Kameraausrüstung, Objektive, Mikrofon, alles, was man eben so mitnehmen will. Eine Drohne kann man, wie gesagt, auch problemlos reinbringen. Und dann hat man auch noch das Rolltop, um separat zum Beispiel Kleidung zu transportieren. Ich würde jetzt keine schweren Sachen ins Rolltop machen, höchstens eine Wasserflasche und einen Pulli zum Beispiel. Aber jetzt nicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, nochmal 2-3 Objektive in Taschen oder sowas würde ich nicht machen. Weil je höher die Last ist, desto unbequemer finde ich es beim Tragen. Ansonsten optisch ist er auch sehr, sehr ansprechend, finde ihn stylisch. Meiner Freundin gefällt er auch super, von dem her gibt's beide Daumen hoch für den Rucksack. Volle Kaufempfehlung. Den Link tue ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Ansonsten freue ich mich über Kommentare zum Video, zum Rucksack und so weiter. Und ansonsten noch einen schönen Tag dir. Ciao!